Hallo zusammen, ich bin Patricia und ich studiere auf Grundschullehramt mit Deutsch, Evangelische Theologie und Mathe als Nebenfach. Ich wollte nach meinem Abi auf gar keinen Fall gleich anfangen zu studieren. Ich hatte absolut keine Lust mehr zu lernen und wollte unbedingt was anderes sehen. Und deswegen habe ich mich für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. Es war eine richtig coole Zeit. Ich habe mein FSJ im Evangelischen Jugendwerk gemacht und hatte da auch relativ viel Verantwortung. Ich habe verschiedene Jungscharen gemacht, Kinderkirche, Jugendkreise, Gottesdienste durfte ich mit vorbereiten, auch verschiedene Freizeiten und ich habe gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht. Es hat mir aber nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat mir auch was gebracht für meinen weiteren Berufsweg oder für meine Studiumswahl. Und zwar war ich mir relativ sicher, dass ich auf Grundschullehramt studieren möchte. Ich wollte es aber nochmal so bestätigt haben. Und das hat sich zum Glück in meinem FSJ bestätigt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit den Kindern so im Grundschulalter, im Jungscheralter einfach am besten klarkomme, mir das einfach mega viel Spaß macht mit denen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall evangelische Theologie studieren möchte, weil da war ich mir nicht so wirklich so sicher, ob ich das wirklich machen soll. Ich habe auch überlegt, ob ich in Politik oder Politik studieren soll, weil ich eben in Politik mein Abi geschrieben habe und mich das schon auch sehr interessiert hat. Und ich habe dann aber erfahren, dass man als Grundschullehrerin eigentlich fast alles unterrichtet, bis auf Religion, wenn man da keine kirchliche Lehrerlaubnis hat. Und da mir das in meinem FSJ schon auch wichtig wurde, den Kindern so vom Glauben zu erzählen und das aber gleichzeitig auch sehr zu reflektieren, habe ich für mich beschlossen, das ist auf jeden Fall das Richtige für mich ist, dass ich evangelische Theologie studiere. Genau, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren.